Okay, warum ist da hinten ein Feind? Ist eine feindliche Truppe, okay. Oh, noch ein Wolf, wo ist der denn? Komm mal her. Zack. Na los, kommt her. Komm her. Jawohl. Da wollte der Kuh erst nicht annehmen hier. Zack, und noch einer. Na los, komm her. Schön viel Wolfspelz kriegen wir hier. Hier gibt's Wolfspelz ohne Ende. Oh, was haben wir hier für einen Hinweis? Oh, hier haben Wölfe gefressen. Sehr schön. Habe ich den Wolf hier, habe zwar keine Pfeile mehr, aber vielleicht kriege ich ja meine Pfeile wieder. Jawohl, kriege ich sogar wieder. Sehr schön. Gut. Dann wären wir hier soweit fertig. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was hier Abenteurer. Was das hier ist. Falscher Alarm. Okay. Kentuckys Wildnis und jagten und häuteten Elche. War bei meinem dritten Ballen, als sie über uns herfielen. Nicht weniger als ein Dutzend Shawnee-Krieger bedrohten uns mit Musketen und Pfeilen. Mein Gefährte war steif vor Angst. Auch mir fuhr der Schreck in die Glieder, doch ich erinnerte mich an das bisschen Shawnee, das ich konnte. Ihr Anführer sprach zu schnell, doch ich verstand, dass wir seit etwa einem Monat in ihrem Territorium wilderten. Ihre Musketen waren auf uns gerichtet. Die Pfeilspitzen spürten wir in unserem Rücken. Machte ich ein Angebot in gebrochenem Shawnee. Unsere Beute, meine drei Ballen und die anderthalb meines Gefährten, im Austausch dafür, dass wir das Shawnee-Land verlassen dürfen. Der Anführer nickte. Sie luden unsere Beute auf und zogen sich zurück. Ihr Boss blieb etwas länger und starrte uns an. Starrte durch uns hindurch mit seinen schwarzen Augen. Und dann war er weg. Wir standen auf und liefen zurück nach Osten. Monate der Arbeit verloren, doch unsere eigene Haut gerettet. Ich sah die Shawnee nie wieder, doch ich weiß, sie folgten uns. Ich konnte ihre Augen im Rücken spüren, bis nach North Carolina. Wow, das war eine Wahnsinnsgeschichte. Ja, super. Wir sollen jetzt hier nach Hinweisen suchen. Das war's jetzt? Ach so, da, okay. Na gut. Dann gehen wir mal dahin. 7 Forts gibt es insgesamt oder Forts. Okay, eine Feder sammeln, 5 von 5. Ach, das sind hier die Herausforderungen. Okay, hier nach Hinweisen suchen. Mal schauen. Aha, der sieht tot aus. Okay, das war's, oder was? Ah, Wölfe. Falscher Alarm. Zack! Tja, die haben es halt nicht so drauf wie ich. So, hier ist ein Aussichtspunkt. Wow, Drecksviech! Verreck! Scheiß Pissnake. Ach, das war ein Puma, auch nicht schlecht. Ne, ein Luchs. Eine Feder. Sehr gut.
synchronisieren. Können wir hier. Bei Regen und bei Nebel, da kann man sicher weit gucken. Da gibt's noch was zu holen. Nein! Scheiße! Weg hier erstmal ganz kurz. Ja, jetzt lauf weg! Und tschüss. So, noch wer? Aber noch eben zwei. Oh. Na gut. So. Ah, jetzt haben wir hier einfach mal so einen Aussichtspunkt gefunden. Ich würde sagen, wir suchen noch ein paar Klunker uns zusammen hier. Bewegen uns langsam Richtung Süden auf die Schatztruhen zu. Okay, das scheint unterirdisch zu sein. Oder es geht hier bergab. Jawohl. Und tschüss. Achso, okay. Na los. Zack. Und einer noch. Na? Da bist du ja. Zack. Sehr schön. Wieder schön hier Pelz bekommen ohne Ende. Alter, ich kriege echt viel Fuchspelz, Wolfspelz, muss ich sagen. Und einen noch. Aha. So. Oh, ist ja direkt hier. Wie viele Federn gibt es eigentlich insgesamt in dem Spiel? Das würde mich mal interessieren. Okay, hier ist ein Dorf. Great Peace Hills. Ah, gehört hier mit zu Lexington alles. Oh, okay. Nicht schlecht versteckt. Hier gibt es auch zwei Klunker in Great Peace Hills. Da oben ist der letzte. Habe ich hier schon mal beide. Drei Klunker brauche ich noch, danach noch zwei. Okay, die finde ich auch noch. Aber erstmal mal hier ein kurzes Aufnahmepäuschen. Bis gleich. So, es geht weiter. Wir wollen hier einen Klunker finden. Dann machen wir das doch mal eben, ne? Oh, wir können hier wieder über Bäume. Och, komm schon. Ich will da doch nur hoch. So, geht doch. Sehr gut, sehr gut. Oh ja. Zack. Jawohl. Meins. Woo. Und auch meins. Was ist das für ein Vieh? Auch ein Wapiti? Wapiti? Wapiti, genau. Wapiti. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ach, Hase war hier in der Nähe wahrscheinlich oder so. Ich muss jetzt einen Hasen jagen. Ach, egal. So. Was haben wir denn noch hier alles Schönes? Da unten direkt bei Dings ist die letzte Kiste hier in dem Gebiet. What? Na dann ab in die Nähe von New York. Aber ich glaube, ich gehe noch nicht nach New York.
Eine Kiste fehlt noch, eine Feder war hier auch in der Nähe und ein Aussichtspunkt kann auch nicht schaden, ne? Alter, da oben ganz kann ich hier wieder auf Bäume klettern. Eigentlich finde ich das recht geil, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist das ein bisschen kompliziert. Man sieht immer nicht, wo man jetzt hin soll und so. Also ich zumindest nicht direkt. Ja, und das ist natürlich auch noch ein Problem. Ach komm schon, am Arsch, geht doch. Ja. Okay, auch nicht schlecht. Ich will mich nicht beschweren. Alter Schwede. Jo, synchronisieren wir mal. Das ging ja relativ flix diesmal da hoch. Flux, flix, flax. Schnell auf jeden Fall. Und gut geraten. Da habe ich echt gut geraten. Eine Feder. Meine Feder. Und mein Hirsch. Ja, was? Sehr schön, sehr schön. Ab hier durchs sumpfige Gebiet. Ach, da soll ich jetzt hoch. Ja, okay, da muss ich hier und dann rüber wahrscheinlich. Und ein Köpfer? Nee, nicht ganz. Was haben wir da? Abenteurer. Ein Schatz. So, mein Ziel ist es natürlich, alle Federn zu finden. Weil ich diese geile Montur haben will, die man dann kriegt. Ich weiß nicht, wie sie aussieht oder so, aber wenn man für alle Federn die bekommt, und da die Federn im Normalfall ziemlich beschissen zu finden sind. Oh, hier ist ein Vor. Mein Vor. Ein Puma. Oh. Oh. Na, wo ist der Puma? Da haben wir ihn ja schon. Nein, scheiße. Ah. Boah. Zack. Alter Schwede. Voll Action hier. Jawohl, haben wir mal wieder schönes Puma-Pilz hier bekommen. Und im Vornähern wir uns diesmal über die Bäume. Wenn es geht. Und es scheint zu gehen. Zumindest zum Großteil. Warte mal, wie war das noch gleich? Nee, R. R war das und dann hier dieser Wurfpfeil, ne? Q halten. Ich liebe das. So. Müssen irgendwie ins Vor reinkommen. Na gut, dann gehe ich mal weiter.